Das Video wird jetzt ein bisschen kürzer, aber ich muss mit euch darüber sprechen. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen, wo ich darüber geredet habe, dass Space Godzilla für mich logischerweise als nächster Gegenspieler von Godzilla Sinn ergeben würde. Es gibt jetzt eine ganz heftige Theorie, die meine Theorie mit unterstützt und die will ich euch ganz kurz präsentieren. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Lassen wir noch mal ganz kurz Revue passieren, was ich denn in meinem damaligen Video gesagt habe. Und zwar ging es darum, dass ich der Meinung war, Space Godzilla würde irgendwie Sinn ergeben, da die Menschen ja auf Ghidorah getroffen sind. Sie haben mitbekommen, dass Ghidorah wohl nicht von der Erde kommt. Und jetzt hatten wir Ghidorah auch schon zweimal in wirklich sehr gefährlichen Situationen. Einmal in King of the Monsters und dann sogar noch in Godzilla vs. Kong. Und da hatten wir ja nur Ghidorahs Gehirn gehabt, das auf einmal dann die Kontrolle über Mechagodzilla bekommen hat. Und in meiner Theorie würde es einfach nur Sinn machen, wenn die Menschen sich jetzt auf die Suche nach Ghidorah Spezies machen würden und quasi ins All fliegen. Daraufhin könnten die Zellen von Godzilla ins Weltall gelangen, dann diese ganze schwarze Lochgeschichte und dann könnten wir eben Space Godzilla bekommen. Das war eben meine Theorie. Da haben viele von euch gesagt, das ist aber in den Originalfilmen anders. Da macht das ja irgendwie Mothra, also nach dem Kampf Godzilla gegen Mothra, fliegt Mothra ins All und dann kommt der erste Space Godzilla zustande. Und das ist richtig, aber das heißt nicht, dass sich auch die Hollywood-Filme genau an diese Vorlage halten müssen. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz spannenden Punkt. Ich habe eine Fantheorie gefunden, die auf folgender Aussage basiert. Space Godzilla existiert bereits im Monsterverse. Wie kann das sein? Das ist eine sehr gute Frage, die ich euch so auch nicht beantworten kann. Ich kann euch allerdings beantworten, worauf diese Theorie fußt. Und das ist wirklich sehr interessant. Es existieren nämlich bestimmte Konzeptzeichnungen zu Godzilla vs. Kong. In diesen Konzeptzeichnungen sollte der Konflikt der Rasse Kong gegen die Rasse Godzilla ein bisschen mehr erklärt werden. Das haben wir alles in dem Film leider nicht bekommen. Quasi der Krieg der verschiedenen Kaiju-Spezies sollte hier nochmal aufgegriffen werden. Und auf einer Special Edition oder einem Steelbook zu Godzilla vs. Kong sieht man einfach dieses Bild hier. Und das ist sehr interessant, weil wir hier einfach sehen, wie die Kongs und die Godzillas scheinbar gegen eine andere Kreatur kämpfen, die irgendwie aussieht wie ein Godzilla mit Flügeln. Warum ich glaube, dass die Godzillas und Kongs hier gemeinsam kämpfen, ist ganz einfach die Farbgebung. Das macht man ja immer wieder gerne, dass man bestimmten Parteien verschiedene Farben gibt, um dann eben zu signalisieren, okay, die beiden kämpfen jetzt hier zusammen. Die Frage ist ganz einfach, gegen wen kämpfen sie denn hier? Mir wäre jetzt hier niemand eingefallen. Ghidorah ist es nämlich scheinbar schon mal nicht. Könnte das Monsterverse also eine Geschichte so drehen, dass Space Godzilla bereits existiert und schon früher die Erde bedroht hat? Ich mag die Theorie tatsächlich sehr gerne, weil ich einfach Space Godzilla sehr gerne im Monsterverse sehen würde. Aber ich habe auch so meine Schwierigkeiten damit, weil ich jetzt überhaupt gar keine Erklärung hätte, wo Space Godzilla herkommen würde, beziehungsweise wäre dann Space Godzilla auf der Erde gewesen, bevor der uns bekannte Godzilla seinen ersten Film erlebt hat. Das Ganze müsste dann in weiter Vergangenheit passiert sein. Und ich frage mich, wie man das dann umfriemeln würde. Man könnte das Ganze dann vielleicht so drehen, dass die Mothras eventuell auch noch in den Krieg mit eingestiegen sind und dann die Zellen von den Godzillas dann doch ins All gebracht hätten und daraus dann diese Kreatur entstanden. Da hätte man dann doch irgendwie wieder einen Bezug auf die Original-Godzilla-Filme. Also, dass das hier Space Godzilla sein soll, ist eben nicht bestätigt worden. Aber ich frage mich halt wirklich, was soll das sein? Welches Monster ist das? Und da könnt ihr mir bestimmt weiterhelfen, ihr als Godzilla-Experten. Was glaubt ihr? Wer könnte diese Kreatur sein, die so mächtig ist, dass sich hier wirklich Godzillas und Kongs als komplette Spezies gegen diese Kreatur verbünden müssen? Ich bin sehr gespannt auf eure Lösung. Schreibt es mir in die Kommentare rein und ich werde auf jeden Fall noch weitere Theorievideos zu diesem Thema machen, denn da ploppen jetzt immer mehr Theorien auf, nachdem dieses Bild hier eben in dem neuen Steelbook veröffentlicht wurde und ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Wenn dich jetzt die aktuellsten News zur kommenden Godzilla-Serie auf Apple TV Plus interessieren, kannst du dieses Video anklicken. Wenn dich alle Fakten und Theorien zur kommenden Godzilla vs. Kong-Fortsetzung interessieren, dann habe ich hier unten noch ein Video für dich. Und damit bin ich auch raus und ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer du das Video hier siehst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.